Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Together Minecraft Staffel 4. Mit mir hier im Team ist der Yannick. Wir machen die gerade weiter auf diesem wunderschönen Teil. Ja, diese Durststrecke an Folgen ist jetzt übersprungen, ja. Diese 3 Tage. Schrecklich, also meine Güte, wie das so ein Geflänne da war, teilweise. Und der Domser hat ein stylisches Cape, was ich auch haben will. Ja, ich weiß, das ist geil, oder? Optifine Cape, ja. Da kommt man sich gleich viel heldenhafter vor mit so einem Cape. So, wir müssen jetzt aber Ausschau halten, denn die wollen uns jetzt tatsächlich suchen. Das ist schon mal wunderbar. Und was soll man so sagen? Ich bin traurig und erschüttert und werde jetzt erstmal keine Infovideos mehr machen, weil irgendwie schaut sich eh keiner das Infovideo an. Ich habe mir ein Infovideo ein paar Tage vorher gemacht, dass es für 3 Tage lang kein Battle geben wird, ja? Das ist unglaublich. Dann wurde das Infovideo erstmal total oft gedisliked, ja? Das ist immer, wenn irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn man sagt, es kommt was nicht, dann wird's gedisliked. Ja, obwohl man die ja nur informieren will. Besser als wenn sie dann da rumhocken und, warum kommt nichts, ja? Und das Schlimmste ist dann, als wirklich nichts kam, waren da ständig immer noch locker so hunderte an Kommentaren. Ey, mach mal die nächste Folge rein, warum lädst du nur jetzt kein Battle mehr hoch? Dislike, weil es kein Battle ist. Brot für dich. Battle hoch. Oh, danke schön. Ja, ich kann dir auch noch Brot machen, ich habe 14 Rohweizen. Ich weiß ja nicht, ob es bei dir so war oder ob du überhaupt ein Infovideo hochgeladen hast, aber ich finde das relativ... Ich habe denen nichts gesagt. Ich finde das relativ schlimm, was da in letzter Zeit so los ist. Oh. Also, lol. Was ist? Hä? Was, hä? Ah, lol. Ich darf wohl nicht so viel loslassen beim Essen. Ich habe irgendwie konnte ich gerade mein Brot nicht essen. So. Wir haben noch sehr viel Glas im Ofen. Das ist doch schon mal gut, aber wir sollten nicht so viel Glas verwenden, weil man das mit den Waffen kaputt schießen kann. Und ich denke, das Glas, was wir jetzt verwendet haben, reicht eigentlich auch aus, oder? Ja, ich guck mal kurz noch. Also wir haben noch sehr viel Essen. Ja, das ist gut. Brot habe ich jetzt erstmal auch genug. Ja, was soll man sonst noch so sagen? Die Schule fängt zumindest bei mir wieder an, du hast ja noch länger Ferien. Ja, ich habe noch Ferien. Wow, bis Anfang September. Dafür hatte ich früher Ferien. Und mein Stundenplan sieht ja momentan gerade ziemlich beschissen aus. Der sieht so aus, dass ich ja vier Tage die Woche Nachmittagsunterricht habe, teilweise auch bis 17 Uhr. Wir werden einfach mal gucken, inwieweit das Battle betrifft. So lange Mittagsschule? Gibt es so lange Nachmittagsschule? Keine Ahnung, was mit dem Stundenplan los ist. Das Schöne ist ja, dass ich dann wieder vormittags so viele Freistunden habe. Und die 7. Stunde ist ja natürlich auch frei. Das erfreut einen dann noch immer, dass man ja so viel Freizeit hat in der Schule, um nichts machen zu können. Rein gar nichts. Bei uns sieht das dann so aus, beim neuen Schuljahr wurde das umgelegt. Wir haben jetzt anderen Unterricht, das heißt, wir haben einmal in der Woche Mittagsschule und sonst von 7.40 Uhr bis 12.55 Uhr Schule. Ja. Okay, ja, bei mir ist ja jetzt auch die Oberstufe wahrscheinlich deshalb. Aber ich freue mich, ich hätte keine Ahnung was gemacht, wenn ich diesen einen Informatiklehrer bekommen hätte. Das Namen ich jetzt natürlich nicht sage, ne? Ganz ehrlich, so einen Informatiklehrer will keiner haben. Ich guck gerade ein bisschen, ich halte mal ein bisschen Ausschau, vielleicht sehe ich ja irgendwen. So. Und mir hat ja freundlicherweise einer ein Thema vorgeschlagen. Was wollen wir nach der Schule machen? Oh, nach der Schule? Das ist schwer zu sagen, ne? Ja. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich will Feuerwehrmann werden. Ja, Feuerwehrmann. Ich muss auch mal mein Inventar hier sortieren. Oh, ich alles gar nicht so. Warum habe ich Smoothstone hier? Egal. I don't know. So. Na gut, aber sonst sieht's relativ gut aus eigentlich. Ja, Waffenanschlag bereit im Anschlag. Ja. Wir haben hier auch dann unseren Raketenwerfer. Ja, wir müssen nur warten. Alles cool, ich muss die Musik, ich kann die nicht leiser machen, das... Ach du, hab ich mich gerade geschubst. Ja, so und ich würde auch sagen, ich mache gerade mal eine Halbstufe aus Stein. Vielleicht mache ich dich einfach mal lauter, das wäre doch mal eine Option. Kannst du das? Ja. Ach, das geht? Echt jetzt? Doch. Ist ja hammergeil, ey. Nein, du bist schon auf voller Lautstärke. Ach so, okay. Naja, so. Das funktioniert nicht. Guck mal, jetzt ist das Problem hier mit der Lava gelöst. Vielleicht kann ich auch einfach Skype im Soundmixer lauter machen. Ja, Nick, ich habe das Problem mit der Lava gelöst. Hurra, du bist lauter. Achso, okay. Ja. Ich habe das Problem mit der Lava gelöst immer noch. Ah, soll ich auch, dass du nicht wieder reinfällst? Ja. Ist doch genial, oder? Ja, schon. Ich weiß, dankeschön.
Der Tipp ist ja auch ganz vor mir selbst und stand nicht ständig in den Kommentaren. Danke dafür. Ja, du musst doch schon weg, wenn ich das hier abbaue. Ich wollte dich wieder reinschubsen. Achso, das geht ja jetzt nicht. Ich kann hier auch drin stehen. Ich werde einfach rausgeglitscht. Verdammte Webcam, bleib aus. Lol. Ja, das ist gerade die... Oh, sehe ich dich jetzt in Skype? Ah, nee, schade. Nein. Da ist gerade hier der Dings... der die Steuerung angegangen für die Webcam. Okay. Keine Ahnung warum. Ja, und dann stand auch in den Kommentaren ständig, sie könnten ja mit einem Raketenwerfer hier hochschießen. Nein, wie das gesagt, haben wir haben das getestet. Der Raketenwerfer bleibt etwa auf dieser Höhe hier stehen. Okay, die könnten diesen Vorsprung hier wegsprengen, aber... Na ganz ehrlich, wer braucht schon diesen Vorsprung hier? Was du meinst, ich komm mal runter. Ja eben, das hier. Ja. Das könnten die wegspringen, aber ganz ehrlich, das ist ja auch nicht so wichtig. Da steht ein Baum. Ja, das ist einfach nur der Übergang zum Baum und zum Holz. Ich bin ja froh, dass der jetzt auch ganz gut wächst. Das gefällt mir. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich habe ja das neue Texture Pack, das neue Minecraft Texture Pack reingemacht und es ist bei euch irgendwie gar nicht gut angekommen. Das ist typisch. Wechsel niemals in einem Projekt das Texture Pack. Die flamen ja, so rum. Das war bei mir auch so. Ich habe dann erst das R3D-Craft genommen, dann haben sie alle über das R3D-Craft gemeckert und dann habe ich wieder das Janina-Craft reingemacht, dann meckern sie wieder alle über das Janina-Craft. Man kann es euch nicht recht machen. Kann man wirklich nicht so. Ja, dann stand auch relativ häufig, wir sollen denen einfach die Koordinaten geben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch, oder? Ja. Gut. Dass man ein bisschen Action hier reinkommt. Soll ich das machen? Ja, mach du mal. Ich gebe dir am besten die Koordinaten genau von diesem Punkt hier, wo du gerade stehst. Gib mir die mal bitte durch, diesen Minus. Minus 762. Oder warte, sollen wir die nicht den vielleicht von ein bisschen weiter weg geben, dass wir die erstmal da beobachten können? Warte. Sagen also, wir sagen minus 100, 762. Und also was, minus 700? Wie war das? Minus 762. Und minus, sagen wir mal, 260. Nee, sagen wir 250. Wenn die dahin gehen, dann werden die da hinten bei den Bergen sein, wenn ich jetzt gerade ausschaue. Ja. Oh, da ist wieder das Weizen technisch gewachsen. Ja. Heiße Action, ja. Richtig spannend hier beim Let's Battle Minecraft. So. Du hast gerade was in Adrenalin geladen, haben sie noch nie gesehen. Kommt zu den Koordinaten und ihr werdet Action haben. Action satt. Ganz viel Action. Ich hoffe, ich verschwöre euch nicht wieder auf einem Turm dann. Nein. Ja, das ist ja kein Turm. Der hat ja keinen Sockel oder sowas. Eben. Ganz ehrlich, Haus. Wie schon gesagt, es bleibt uns nicht anderes übrig. Es haben so viele rumgeflamed. Ich guck lieber das von Imba und Rump. Ja. Die haben sich doch genau in den letzten Folgen sind sehr so weit weg gewesen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also sie haben uns ja teilweise schon ein bisschen gesagt, was sie gemacht haben. Und das hat sich so nach dem angehört, wir sind ganz weit weg und haben nur gefarmt. Ich leg mich jetzt nach oben ins Bett, weil mir langweilig ist. So. Mach das mal. Ich stehe wieder auf. Gut, Lava-Eimer haben wir auch genug. Geile Action hört sich irgendwie falsch an. Nein, finde ich nicht. Glaube ich Geile nicht. Action mit Thomas und Yannick. Ja, gut. Das hört sich falsch an. Gut, ja, und sollten die hier hochkommen, dann machen wir hier einfach Lava hin, dann kommen die ja erstmal auch nicht so leicht hoch. Hier ist ja auch Lava. Wasser. Ich muss mal einen Lava-Eimer besorgen, also holen. Ich finde es übrigens geil, dass wir den Chat nutzen, obwohl wir auch im Teamspeak reden könnten. Ja, ne? Also, geniale Idee. Ihr kommt her zu uns, hier gibt's richtig gute Action. Ihr müsst nur herkommen, wir warten auf euch. Und eine Bratwurst, hoffe ich. Und eine Bratwurst, beziehungsweise gebratenes Steak können wir euch auch gerne geben. Ich würde sagen, jeder nimmt zwei Lava-Eimer. Jo, ich habe zwei Lava-Eimer. Wir haben noch zwei Lava-Eimer in den Kisten. Wie bitte? Oh, mein Bogen. Jeremy? Dir nehmen sie eure Leichen. Ich verstehe es nicht, egal. Ist gar nicht. Ich will immer noch Pfeil und Bogen hier mit. Wolken ein bisschen höher machen, wo kann ich die denn höher machen? Optifine, oder? Ja, genau, so. Jo. Dann stören die hier nicht so. Und man sieht sie trotzdem und ich muss sie nicht ausschalten. Sehr schön. So gefällt mir das. Ich habe hier oben gar keine Wolken. Hast du keine? Okay, hast du die wahrscheinlich ausgeschaltet. Doch, ich sehe sie nur nicht. Ja. Erstens nicht direkt hier, aber da vorne ist eine. Mhm. Gut, jo. So ist der Feuer frei. Auch nicht.
Lauf nur mit deinem Cape. Das gefällt dir, ne? Ja, ich will auch eins haben. Mhm. So, mal ich geh noch fucking hin. Was? Boah, voll auf die Kiste. Du hast nicht auf die Kiste mit einer Waffe geschossen. Nein, mit dem Bogen. Achso, okay. Dann ist ja gut. Treff ich die Fackel hinten. So, warte, aber du hast gesagt, dass wir haben noch Glas im Ofen. Oder hast du schon in die Kiste getan? Ich hab schon in die Kiste getan. 33, ne? Ist so. Ich auch rüber geschossen. Dann wird das jetzt unsere big Plattform hier. Die große Aussichtsplattform. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die kommen, aber dann wird jetzt Action kommen, wenn die herkommen. Jetzt sollten die ja wirklich herkommen. Ich meine, was bleibt denen anderes übrig? Nix. Eben, also wenn die herkommen. Johnny und Amber, Johnny und Jeremy müssen jetzt auch relativ gut gerüstet sein, wenn die Amber ausgeraubt haben. Also sollten die herkommen. So, dann haben wir eine schöne Aussicht. Mhm, aber das können sie auch ganz leicht wegschießen. Jo klar, ist ja nur zur Aussicht. Ihr nicht irgendwie drauf aufhalten. Also nicht so lang. Natürlich nicht. Vor allem nicht, wenn die kommen. Nein, dann sowieso nicht. Ist einfach nur dazu da, zu sehen, wann sie kommen. Du. Ich bin gerade im Inventar. Da sieht man sehr viele spannende Sachen. Lol. Was? Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Warum? Ist da jemand? Nein. Puh. Ich weiß nicht, ob er mit Connected Tetchers ein Loch eher sieht als ohne. Ich weiß nicht. Ich glaube, mit Connected Tetchers mit besser, eher, ne? Weil dann ist er mitten in dieser krassen geraden Fläche ein Loch und das kann man dann schnell zustopfen mit Cobblestone. Ich glaub, das sieht man besser, weil dann ist er. Sonst sieht man ja keine Ränder und dann ist ein bisschen Rand drin. Ja. Eben, würde ich auch sagen. So, für was brauchen wir Melonen, wenn wir so viel Weizen haben? Für gar nichts. Ja. Ich halte Melonen generell für sinnlos. Nein, Melonen sind gut. Ein Fressbalken. Dieser Baum ist weg. Oh, klar. Da sind auch schon die Zeplings. Ja. Die hole ich gerade mal. Also, so. Ah ja, ich habe meine Lieblings-Battle-Musik, die Stummfilmmusik. Stummfilm, du sagst es immer so, Stummfell. Ich sag so. Stummfilm. Stummfell-Musik sagst du. Stummfilm. Ja, sag. Erzähl das dem Richter. Ich kann es dir auch aufschreiben, wenn du willst. Das kannst du gerne machen. Wir kommunizieren jetzt nur noch über Skype-Chat. Sorry, ihr hört uns jetzt nicht mehr, weil wir es nur noch schreiben. Genau. Ja. So. Kann man nichts machen. Ja, also nochmal zurück zum Thema. Was wollen wir nach der Schule machen, ne? Wann war das Thema? Das haben wir doch so gesagt, ja. Das ist assi, ne? Also ich mache jetzt erstmal mein Abitur. Mit so Leistungsfächern wie Mathe, Physik und Erdkunde, ja. Und so lästigen Grundfächern wie Sport und Musik und Kunst. Nein, Kunst habe ich nicht. Finde ich nicht. Nicht bei unseren Musiklehrern. Ich will jetzt nicht sagen, aber manche Lehrer... Eure Musiklehrer kenne ich nicht. Ich kann es eher verstehen, wenn manche Lehrer verrückt werden, weil die Schüler einen ständig nerven. Beziehungsweise sich dann so aufführen, weil die von den Schülern einfach total genervt sind. Aber irgendwann ist der Spaß für die Lehrer natürlich auch vorbei. Natürlich auch für die Schüler, aber manche Lehrer... Ich Lehrer ist ein ziemlich beschissener Job. Finde ich auch. Also ich würde nicht Lehrer werden. Ich auch nicht. Ich würde auch kein Lehrer werden wollen. Außer Sportlehrer. Sportlehrer ist ja eigentlich relativ gechillt, wenn du erstmal Sportlehrer bist. Stell ich mir das vor. Es könnte natürlich sein, vielleicht guckt hier irgendein Sportlehrer zu. Nicht. Wahrscheinlich eher nicht, nee. Aber vielleicht sieht er es ja anders. Also, aber jetzt so nach dem, was ich so an meiner Schule sehe, an den Sportlehrern, muss ich sagen, es ist für die doch wohl relativ gechillt, da so zu sitzen und Anweisungen zu geben. Ja. Und ab und zu mal ein paar Vorübungen machen zu müssen, aber sonst... Ich meine, Mathelehrer oder... Feld geschossen. Lol. Ich meine, Feld erschossen. Ich meine zum Beispiel Mathelehrer oder so, die müssen die Arbeiten korrigieren, ne? Ja, also generell Lehrer aus, Sportlehrer. Ja, Sportlehrer, die müssen einfach nur da sitzen. Und halt die Zeiten abnehmen oder bewerten. Aber halt nicht so. Jo. Aber ja, was soll ich sagen? Was will ich werden? Ich weiß nicht. Ich habe da überhaupt noch gar keine Vorstellungen. Ich auch nicht. Ich will erstmal Schule fertig machen. Ja, ich auch. Das Problem ist einfach, die Schule bietet einem zwar Praktikas an und so, aber letzten Endes bekommt man doch irgendwie zu wenige Informationen. Ja. Du lernst irgendwie bei uns, also man lernt irgendwie nicht wirklich was richtig Nützliches. Nein, eigentlich nicht. Wie fülle ich eine Steuererklärung richtig aus? Das würde ich gerne wissen. Ja, das weiß ich auch nicht. Das würde mich doch sehr interessieren, vor allem, weil mein Vater zu geizig für eine Steuerberatung ist. Ich werde jetzt eh bald mal zum Steuerberater müssen, demnächst. Weil du YouTube-Partner bist oder was? Mhm. So.
beziehungsweise ich werde wahrscheinlich schon gegangen sein, wenn die Folge hier online ist.